Hause des Herrn zu sein. Amen. Wir bewegen uns ja recht langsam durch das Lukas-Evangelium und vielleicht der ein oder andere mag sagen, wir gehen vielleicht zu langsam. Ich würde dem aber etwas widersprechen wollen, denn langsam durch die Schrift zu gehen ist gut. Schnell wird der Tiefe der Schrift nicht gerecht werden. Je langsamer wir gehen, desto mehr können wir den Reichtum sehen, der auf jeder Seite der Schrift zu sehen ist. Ich glaube, ich habe auch eine PowerPoint. So. Und ich hoffe, ihr seid wissbegierig, in diesem bodenlosen Brunnen göttlicher Wahrheit einzutauchen. Amen. Wir können Jesus nicht erfinden durch unsere Erfahrung. Wir finden Jesus in einer akkuraten historischen Weise auf den Seiten der Heiligen Schrift. Ja, wir können Jesus in seiner Erlösung erfahren, aber wir können ihn nicht durch unsere Erfahrung definieren. Martin Luther hat gesagt, dass ein Prediger nur eine Sache zu tun hat, und das ist zu predigen. Und das möchte ich heute Morgen tun. John Calvin hat gesagt, es gibt wirklich nur ein Amt, und das ist das Wort Gottes zu verkünden, nicht mehr und auch nicht weniger. Verstehen wir? Wenn wir Gott falsch darstellen, dann ist das eine Form der Blasphemie. Und es gibt so viele Menschen, die in der heutigen Zeit auf der Suche sind nach Jesus, nach Wahrheit, nach Leben, nach Hoffnung. Menschen geraten in allen möglichen Philosophien, in allen möglichen Kulte, in allen möglichen Religionen und Lehren, um eine gewisse Sehnsucht und einen gewissen Sinn und Zweck zu stillen. Aber es gibt nur eine Quelle, an die wir uns wenden können, um den wahren Jesus zu finden, und das ist die Heilige Schrift. Insbesondere hier in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, geben uns verschiedene Perspektiven auf das Leben und Wirken unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir die Aufzeichnungen, die hier in der Schrift als das unfehlbare Wort Gottes ablehnen, dann lehnen wir Jesus selbst ab und dann werden wir ihn nicht finden. Es gibt viele falsche Lehrer. Viele falsche Propheten, falsche Religionen und falsche Hoffnungen. Und es gibt Menschen auf der ganzen Welt, sogar in Kirchen und Gemeinden, die umherwandeln in diesem Nebel und auf der Suche sind nach Jesus. Und es ist für mich wirklich schockierend, es ist traurig, dass es so viele auch Gläubige gibt, die das Reichtum der Person Christi nicht erkennen. Aber auf diesen Seiten der Heiligen Schrift hat Gott uns seinen Sohn offenbart. Halleluja. Also können wir wieder heute in Lukas Kapitel 4 eintauchen und sehen, welche erstaunlichen Wahrheiten uns hier begegnen. Lukas fährt hier fort, uns mit Jesus bekannt zu machen. Das ist die Geschichte von Jesus Christus. Und obwohl wir vielleicht denken können, dass unser Text heute recht kurz sei und vielleicht nicht viel beinhaltet, zeigt Lukas uns dennoch einen mächtigen Aspekt über Jesus in diesem Evangelium. Jesus, der Messias, Jesus, der Retter, Jesus, der Sohn Gottes. Lukas weist uns hier auf die Macht Jesu hin. Und bis zu diesem Punkt haben wir über die Person Jesus erfahren. Er wurde uns von den Engeln angekündigt, er wurde von seinem Vorläufer Johannes dem Täufer angekündigt. Es wurde uns gesagt, dass er von einer Jungfrau geboren werden würde. Es wurde uns gesagt, dass er das Lamm sei, das die Sünden der Welt wegnimmt. Gott der Vater hat Wohlgefallen an ihm gehabt, als er am Jordan stand. Der Geist Gottes kam auf ihn rauf wie eine Taube. Alles, was wir bisher betrachtet haben, bestätigt, dass er der Messias ist. Und das hat alles mit seiner Person zu tun, okay? Aber wo wir jetzt schauen, in Vers 31, sehen wir die Macht Jesu.
Wir sehen seine Macht über alle religiösen Lehrer, seine Autorität über alle religiösen Lehren, seine Macht über Dämonen und Krankheiten, seine Macht über die Schöpfung und die Natur. Er ist der Messias aufgrund von der Ankündigung des Engels Gabriels. Er ist der Messias aufgrund der jungfräulichen Geburt. Er ist der Messias aufgrund der abrahamitischer und davidischer Abstammung. Er ist der Messias aufgrund alttestamentlicher Prophetie. Er ist der Messias aufgrund der Ankündigung des Vorläufers. Er ist der Messias aufgrund seines Sieges über Satan in der Wildnis. All diese Dinge, die wir uns angeschaut haben, bestätigt ihn als den Messias. Freunde, er kam, um den Blinden, den Gefangenen, den Armen, den Zerschlagenen das Evangelium zu verkünden. Und jetzt schauen wir uns seine Macht an. Wir haben die Person Jesus kennengelernt und jetzt möchten wir auf den Jesus in seiner Macht zutreffen. Wir werden hier sehen in dem Text, dass Jesus Macht über Dämonen hat. Und es ist ein faszinierender Bericht und ich möchte uns helfen, die Bedeutung dieser Geschichte zu verstehen. Und es ist auch nicht unwichtig, dass das erste dokumentierte Wirken und Wunder im Lukas-Evangelium von einem dämonbesessenen Mann handelt, der von diesem bösen Geist befreit wird. Es geht darum, zu zeigen, dass Jesus Macht hat über das Reich der Finsternis. Denken wir daran, Jesus ist Gott und er hat Satan aus dem Himmel geworfen und da kann er sicherlich auch einen Dämon aus einem Mann befreien. Jesus kam, um die Hölle zu plündern. Amen. Jesus sagt in seinen eigenen Worten, dass er in ein Haus geht und den starken Mann binden muss. Und hier in dieser Geschichte in Lukas 4 beweist er, dass er es kann. Dieses Evangelium kommt zu Menschen, die das Reich Gottes nicht kennen, sondern in der Finsternis wandeln und sie mögen nicht das Licht. Verstehen wir, es gibt eine reale Dimension der Dämonen und der Finsternis und das dürfen wir jetzt nicht mit Harry Potter verwechseln. Aber im Fernseher, in Filmen, auf Netflix gibt es ein endloses Genre der Fantasie, die die Neugierde der Menschen beschäftigt mit Aliens und alles mögliche Übernatürliche. Aber es verdeckt die wahre Realität der Dämonen. Aber wie wir hier gleich sehen werden in unserem Text, ist die Begegnung Jesu mit den Mächten der Hölle keine Fantasie. Es ist sehr wohl die Realität. Und die Bibel wurde geschrieben, um die Dinge hier ganz klar zu machen, damit wir die Wahrheit erkennen können. Aber was bedeutet es eigentlich für uns, die Gesinnung Christi zu haben? Verstehen wir, es ist keine mystische Erfahrung, aber es bedeutet schlicht und einfach, zu denken, wie Jesus denkt. Und das bedeutet wiederum, zu denken, wie die Dinge wirklich sind. Es ist wichtig, finde ich, dass wir über Gott richtig denken, über Christus richtig denken. Sonst werden wir nicht den Christus des Neuen Testamentes finden. Es ist wichtig, über den Heiligen Geist und die Erlösung zu wissen, denn es gibt so viele abweichende Formen des Evangeliums, die Seelen der Menschen verdammen. Jetzt möchte ich mit euch heute in Lukas 4, 31 bis 37 mal hineinschauen. Stehen wir doch mal gemeinsam dazu auf. Und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämons hatte. Und er schrie mit lauter Stimme und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus. Und ihm tat ihm keine Schaden. Und ein Entsetzen kam über alle,
Und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, dass er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. Amen. Verstehen wir, in diesem kurzen Abschnitt wird die Autorität Jesus zweimal erwähnt. Einmal in Vers 32 und einmal in Vers 36. Wie wir auch wissen, ist Jesus schon einmal Satan begegnet in Lukas 4, 1 bis 13, wo er in der Wildnis war. Und Satan bietet ihm drei verschiedene Versuchungen an, die er aber völlig triumphierte. Und dieser erste Abschnitt zeigt deutlich, dass Jesus den Satan für sich selbst überwältigen konnte. Aber die Frage, die bleibt, kann er das auch für andere tun? Denken wir daran, wenn Jesus Sünder retten wollte, musste er sie aus dem Reich der Finsternis herausreißen. Und wenn Jesus Sünder retten will, muss er sie von Satan wegholen, dessen Kinder sie sind. Johannes 8, 44 sagt, dass Sünder, die nicht wiedergeboren sind, Kinder des Satans sind. Epheser 2 sagt, dass die Kinder des Ungehorsams sind, sie sind Söhne des Ungehorsams und unter der Macht des Fürsten dieser Zeit stehen, unter der Kontrolle des Geistes dieser Welt. Kolosser 1, 13 sagt, dass alle Sünder im Herrschaftsbereich der Finsternis sind. 1. Johannes 5, 19 sagt, dass die Welt im Schoß des Bösen liegt. Apostelgeschichte 28, 18 sagt, dass er das Evangelium predigt, damit er die Menschen von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott überführt. Wenn Jesus die Menschen aus den geistlichen Armut, aus ihrer geistlichen Knechtschaft, aus ihrer geistlichen Blindheit befreien will, wenn er die Festung des Satans, der falschen Religion zerstören und die Gefangenen befreien möchte, erlösen bringen möchte, dann muss er Dämonen besiegen können. Die ganze Welt, Freunde, ist unter der Herrschaft des Satans. Sklaven der Ungerechtigkeit. Aber damit Jesus siegreich sein kann, muss er in der Lage sein, die Wächter dieses Reiches zu schlagen. Wenn er den Menschen das Augenlicht schenken und ihre Lasten wegnehmen will, wenn er der Retter der Sünder ist, wie er meint, wenn er der Befreier ist, wenn er die Menschen frei machen will, dann muss er in der Lage sein, Satan in ihren Namen zu schlagen. Er muss seine Macht im Namen der Sünder demonstrieren, die hilflos untertan von Satans Reich sind. Ich will mit euch kurz einen Vers anschauen. 1. Johannes 3, Vers 8. Schlag doch mal da kurz auf. Ist ein Schlüsselvers. Und ich kann euch nur empfehlen, ihn auswendig zu lernen, ihn aufzuschreiben. Da steht, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn ich euch jetzt fragen würde, warum ist Jesus gekommen, würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, um Sünder zu retten. Und ich würde sagen, Amen, Halleluja, so soll es sein. Aber das ist nicht, was dieser Vers sagt. Er kam, um das Werk des Teufels zu zerstören. Kann Satan uns erfolgreich verdammen? Nicht, wenn wir Römer 8 lesen. Gott hört keine Anklage des Teufels gegen mich. Wir wissen, dass Satan der Ankläger ist. Aber warum hört Gott sie nicht? Weil Jesus die Strafe für alle meine Sünden bezahlt hat. Und keine Anschuldigungen schon können bestehen bleiben. Und nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Er hat es in meinem Leben getan. Hat er es auch bei dir getan?
Satan kann nicht von uns Besitz ergreifen. Dämonen können uns nicht bewohnen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sind um einen Preis erkauft worden und wir gehören jetzt zum Reich Gottes. Also warum ist er erschienen? Ja, um Sünder zu erretten, Amen, aber auch um die Werke des Teufels zu zerstören. Alle Sünder, hör gut zu, alle Sünder sind im Reich des Satans. Was heißt das? Was bedeutet das? Das heißt, sie sind gefangen in seinem Reich. Aber Jesus kam, um zu retten, zu befreien, um jede teuflische Bemühungen zu zerstören. Er kam in die Welt, um Menschen Leben zu geben. Es gibt ja dieses Bild in 2. Korinther 10 von einem großen Gefängnis. Aber wenn Jesus da reinkommen möchte, dann muss er die Wächter überbieten und muss er gewinnen, muss er sie schlagen können, muss er überwinden können. Und wenn der Messias kommt, die Dämonen wissen, dass der Kampf ist voll im Gange. Der Krieg hat begonnen. Und Erlösung führt uns aus der souveränen Macht des Teufels in die souveräne Macht Christi. In Römer 6, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Diener der Gerechtigkeit. Aber die Frage bleibt, kann Jesus Sünder von den Mächten des Satans befreien? Nur als kleine Randbemerkung, das heißt jetzt nicht, dass alle Sünder von Dämonen besessen sind. Aber wir sind alle unter der Knechtschaft dieses dämonischen Systems, bevor wir erlöst wurden. Die Sünde stellt uns in den Bereich der Finsternis und unter dem Einfluss Satans. Dämonenbesessenheit ist was ganz, ganz Seltenes. Es ist eine extreme Form der Sklaverei. Wenn wir in das Alte Testament schauen, es gibt nicht ein Beispiel im Alten Testament von dämonischen Aktivitäten, außer vielleicht 1. Mose 6. Kann man diskutieren. Aber in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, in der Apostelgeschichte, eine Explosion von dämonischen Aktivitäten. Warum? Weil sie wissen, wer er ist. Sie wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist. Und dann ab Römer, den Briefen von Paulus, still, kein Ton von dämonischen Aktivitäten. Jesus ist gekommen und dieser Dämon hat ihn erkannt. Und wenn ein Sünder zu der Kenntnis kommt, dass er arm und in der Knechtschaft ist, und wenn er sich an den Retter wendet und schreit, erlöse mich von Satan, erlöse mich von der Sünde, rette mich aus der Gefangenschaft, aus der Hölle und dem Tod, dann ist die Frage, kann Jesus das tun? Denn wenn er der Messias ist, dann muss er zeigen, dass er es tun kann. Und in diesem Abschnitt beweist er, dass er es kann. Übrigens, der Mann, der sagt nichts in der Geschichte. Wir wissen nicht, ob er Buße tut. Wir wissen nicht, ob er glaubt. Nur der Dämon, der aus ihm spricht. Nur das hören wir. Und Jesus befiehlt, und sofort muss dieser Dämon, dieser unreine Geist, das tun, was Jesus sagt. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Geschichte. Wenn er der Messias ist, dann muss er Macht über Finsternis haben. Er muss in der Lage sein, Dämonen und ihre Macht zu brechen, die Herrschaft der Finsternis zu besiegen. Und das hat interessanterweise unabhängig ist das geschehen, was der Mann dachte. Wir wissen nicht mal seinen Namen. Wir wissen nichts über diesen Mann. Aber der Sohn ist gekommen, um das Reich der Finsternis zu zerschlagen und die Sünder zu befreien. Der Teufel hat seit 1. Mose 3 jeden Menschen in einem Todesgriff gehalten, aber nicht mehr. Die Zeit
ist vorbei. Der Messias ist hier. Und diese unreinen Geister wussten, warum Jesus gekommen war. Sie wussten es. Vers 34, schauen wir mal zusammen rein. Und da sprach der Dämon: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Verstehen wir, sie wissen ganz genau, wer Jesus ist. Sie wussten es, bevor sie aus dem Himmel fielen. Vergessen wir nicht, sie waren Engel. Und eine dritte der Engel ist aus dem Himmel gefallen und werden eines Tages im Feuersee landen. Und deshalb haben wir hier in dieser Geschichte eine Explosion von dämonischen Aktivitäten. Denn wenn Jesus kommt, wissen sie, dass der Kampf voll im Gange ist und ihre Zeit ist begrenzt. Buchstäblich, die Hölle bricht los. Und Dämonen versuchen verzweifelt, sich an den Sündern festzuhalten. Aber Jesus bringt die Botschaft der Befreiung. Und dieser Dämon schreit, und es ist für jeden offensichtlich, dass dieser Mann von einem unreinen Geist besessen ist. Niemand denkt, er ist verrückt, niemand denkt, er ist geisteskrank. Alle wissen, was gerade los ist, was abgeht. Was einen Dämon terrorisiert, ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Verkündigung des Evangeliums. Dass die Gefangenen frei werden. Verstehen wir das, was hier gerade passiert? Der Kampf um Sünder ist wirklich im Gange. Und wir müssen die Dynamik dessen, was hier wirklich vorgeht, verstehen. Wir kennen alle den Vers in Jakobus 2, Vers 19. Dass Dämonen wissen, was in der Bibel steht. Sie wissen das Wort. Und dann steht in Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ich möchte diesen Punkt sehr, sehr deutlich machen. Wir müssen uns nicht vor Dämonen fürchten, sie fürchten uns. Christus hat den Kopf der Schlange zermalmt. Und wir haben keinen Grund, sie zu fürchten, denn größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Dämonen leben in ständiger Angst. Sie kennen die Geschichte. Auch sie können die Bibel lesen. Machen es vielleicht sogar mehr als wir. Aber auch sie wissen den Tag nicht, an dem der Sohn kommt und sein Urteil sprechen wird. Dämonen glauben die Wahrheit und deshalb sind sie in einem ständigen Zustand des Zitterns. Sie haben Angst. Und wenn ein wahrer Gläubiger muss sich nicht fürchten, wir wissen, dass unsere Zukunft sicher ist, dass der Preis für unsere Sünden bezahlt ist und alle Angst kann uns genommen werden. Natürlich würde sich ein Dämon lieber in einem religiösen Menschen verstecken als in einem unreligiösen. Wir wissen, dass Satan ein Engel des Lichts ist und sich tarnt. Darum gibt es so viele Kulte und Religionen und Philosophien, die hören sich alle so ähnlich an. Auch die haben Jesus, auch die wollen nur Gutes, auch die haben Liebe. Satan ist nicht dumm. Aber lassen wir uns von diesen Irrsachen nicht täuschen. Lasst uns das Wort Gottes kennen. Dämonen wissen, dass es für sie keine Erlösung gibt. Nur Gericht. So, das war die Einleitung. Was erschreckt Dämonen? Es sind hier vier Dinge in dem Text,
die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Nummer eins, die Verkündigung des Sohnes Gottes. Nummer zwei, das Ziel des Sohnes Gottes. Nummer drei, die Reinheit des Sohnes Gottes. Und Nummer vier, die Macht des Sohnes Gottes. Dämonen leben in Angst wegen der Verkündigung, dem Ziel, der Reinheit und der Macht des Sohnes Gottes. Gott hatte nur einen Sohn und er hat ihn zum Prediger gemacht. Und jedes Mal, wenn er seinen Mund öffnet, kam die Wahrheit Gottes heraus. Johannes 8, 26 sagt, ich habe viel über euch zu sagen und viel zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und ich verkünde der Welt, was ich von ihm gehört habe. Er war ein Prediger und er predigte und er predigte und er lehrte und er lehrte. In Vers 43 im Lukas 4 steht, er sprach aber zu ihnen, ich muss die frohe Botschaft vom Reich Gottes auch in den anderen Städten verkünden. Denn dazu bin ich gesandt worden. Wo immer Jesus hinging und predigte, legte er das Wort Gottes aus. Und das ist alles, was ein Prediger tun kann, ist die frohe Botschaft zu verkünden, die gute Nachricht, das Evangelium. So, Vers 31. Es steht hier, und er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Kapernaum ist eine Stadt nordwestlich am See Genezareth, am Kinneret. Und sie existiert heute nicht mehr, nur noch Ruinen. Jesus hat dort für 1,5 Jahre gelebt. Es war ein Fischerdorf, eine Handelsortschaft, wo die Via Maris, also diese Handelsstraße zwischen Asien, Afrika und Asien und Europa zusammentraf. Und da waren ganz viele Menschen, Publikum aus aller Welt. Und dort lebte Jesus 1,5 Jahre. Einige von Jesu Jüngern haben dort gelebt, unter anderem halt auch Petrus. Und es war eine Stadt, die das Evangelium nicht gehört hat, das Evangelium nicht geglaubt hat. Und heute liegt sie in Ruinen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das ist heute die Ruine von Kapernaum. Hier das große, unten ist die Synagoge, die, wo Jesus hier das Wort gibt. Und ein Stück drüber ist, was man glaubt, das Haus des Petrus ist. Es ist dort, wo man 1838 gefunden hat, verschiedene Merkmale, dass das nicht mal ein Haus, ein Wohnhaus war, sondern ein Haus der Versammlung. Es kann gut sein, dass das die erste Gemeinde war, wo Christen auch schon in den ersten Jahrhunderten der Gemeinde hingepilgert sind. Es wurden dort auch Graffiti, einer der anfänglichsten Graffiti der Welt, die dort gefunden wurde, wo Dinge standen wie Jesus, mein Retter, oder Jesus, hab Erbarmen. Und dort in dieser Synagoge, wo ich auch schon mal war, hat Jesus dieses Wort gebracht. Jetzt hier noch vielleicht ein interessantes Aspekt ist, wo ich war in der Synagoge, das ist aus dem 3., 4. Jahrhundert. Hier ist das Fundament der Synagoge, wo Jesus war. Und die Synagoge wurde einige hundert Jahre später draufgebaut. Nice to know. Aber es steht hier in Vers 31, und er kam hinab. Warum steht er kam hinab? Weil Nazareth, wo wir von Jürgen letzte Woche gehört haben, war er. Und ist nördlich gegangen nach Kapernaum. Warum steht hier, und er ging hinab? Die Stadt Nazareth liegt ca. 400 Meter über den Meeresspiegel, während Kapernaum etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Und so diese 30 Kilometer, die Jesus dann mit seinen Jüngern reiste, ging er also 600 Meter hinab und kam dann nach Kapernaum.
In Nazareth hat er das Wort gegeben, dass er der Messias sei, und sie hatten, wie Jürgen letzte Woche sagte, ihn ausgestoßen und wollten ihn sogar von einer Klippe runterschmeißen. Und es kann gut sein, dass auch er jetzt hier die gleiche Botschaft predigt. Er war der Gesalbte des Geistes. Er sollte den Armen predigen, den Gefangenen Befreiung geben, den Blinden das Augenlicht, den Unterdrückten Befreiung, das günstige Jahr des Herrn bringen. Er predigte Buße, er predigte das Evangelium, er predigte das Heil. Und die Menschen waren erstaunt. Sie waren erstaunt über die Klarheit, über die Wahrhaftigkeit, den Tiefgang, die Kraft. Es gab nie einen Prediger wie ihn. Und sie hatten Ehrfurcht vor seiner Fähigkeit, das Wort zu verkünden. Das Wort verblüfft heißt eigentlich fassungslos, schockiert, benommen. Die Menschen waren sprachlos. Sie hatten noch nie sowas gehört. Und seine Worte waren durchdrungen mit Wahrheit und Kraft. Keiner konnte sich ihrer Wahrheit entziehen. Niemand konnte ihren Anwendungen sich entziehen. Und als die Kraft dieses Wortes diesen Ort traf, seltsamerweise traf sie auf diesen Dämon. Wir wissen nichts über diesen Mann, aber er hatte ein Problem, das wissen wir. Ein großes Problem. Er war von einem Dämon besessen, einen unreinen Geist, einen unmoralisch schmutzigen, höllisch, verdammenswert, besessen. Dieser Mann war unter der Kontrolle, die er nicht widerstehen konnte. Es gibt Menschen, die, wir alle waren unter dem Einfluss Satans, als wir noch in der Dunkelheit in seinem Reich lebten. Aber heute sind wir befreit worden, weil Jesus in uns lebt. Er sagt hier, lass ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn ihr in einem Gottesdienst sitzt und ihr geht nach Hause und sagt, Mensch, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Prediger heute direkt zu mir gesprochen hat. Und das ist genau, was das bedeutet. Dieser Dämon sagt, bist du für mich gekommen? Hast du mit mir gerade gesprochen? Und dieses Zittern dieses Dämons verwandelt sich in Panik. Dieser Dämon spürte die Kraft des Evangeliums. Denn Jesus verkündete die gute Nachricht der Rettung, der Befreiung für die Armen und Gefangenen. Und er kam, um Menschen zu befreien von der Hölle, von Satan und von der Sünde. Dies ist eine schreckliche Ankündigung für den Dämon. Denn er wusste, wer dieser Prediger ist. Er sagt es in Vers 34. Und dann sagt er, er fragt, ist dies die Zeit gekommen, wo du uns vernichten wirst? Ist dies die Zeit gekommen, wo du uns in den Feuersee werfen wirst? Diese gefürchtete Realität trifft diesen Dämon. Und er kann sich nicht zurückhalten. Mitten in der Predigt von Jesus fängt er an zu schreien. Das Wort, lass ab, im Original ist ha. Das bedeutet, er ist bestürzt, er hat Angst, er hat Schrecken und große, große Panik. Denn Jesus kommt, um die Hölle zu plündern. Jesus ist hinterher der Seele dieses Mannes. Und der Dämon spürt die Kraft. So, das ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Nummer zwei, das Ziel des Sohnes Gottes. Vers 34, warum greifst du mich an? Warum sprichst du mit mir? Ist die Zeit da? Ist dies das Ende? Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und sie wissen es. Gott wird triumphieren. Sie wissen, was das Ende der Geschichte ist. Und er ist gekommen, um sie zu zerstören. Und das ist es, was er auch erwartet, dass eines Tages der Messias kommen wird. Dass eines Tages sie im Feuersee landen werden.
Und ich kann dir nur sagen, wenn du Einfluss haben möchtest in das Reich der Dunkelheit, der Finsternis, dann predige das Evangelium. Dann sprich die Wahrheit Christi. Christus und sein Reich werden siegen. Wir müssen das Wort Gottes predigen mit Kühnheit und Kraft, denn es ist Kraft in diesem Wort. Paulus sagt in Römer 1, ich verkündige das Evangelium Gottes zur Errettung. Und das hasst das Reich der Finsternis. Er beschreibt ihn als, in Vers 34, der Heilige Gottes. Denn er wusste, wer er ist. Er ist rein, er ist heilig, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Das ist der größte Albtraum für jemanden, der im Reich der Finsternis ist, wenn das Licht hineinströmt mit Kraft und Macht. Und wo wohnt Jesus heute? Bist du nicht der Tempel seines Geistes? Wovor fürchtest du dich? Du bringst die Gegenwart Christi in ihr Reich. Du bringst die Erinnerung an den Heilsplan Christi in ihr Reich. Die Verkündigung Christi in ihr Reich. Alles an dir, das befreit wurde, erinnert sie, wie die Geschichte enden wird. Wenn du auftauchst, taucht Jesus auf. Er ist der Heilige Gottes. Und wir müssen Jesus neu sehen, für wen er wirklich ist. Jesaja, der große Prophet im Alten Testament, geriet in Panik, als er Gott sah. Er fiel vor Angst auf sein Gesicht. Was meint ihr, was denn ein Dämon tun wird, wenn er mit Jesus konfrontiert wird? Hesekiel in Kapitel 1, vor Angst fällt er in ein Koma. Die Jünger Jesus auf dem Berg der Verklärung in Matthäus 17 sehen Jesus in seinem wahren Zustand und fielen um wie tot. Johannes in Offenbarung 1 sah eine Vision von Christus und auch er fiel um wie ein Toter. Also wenn das Volk Gottes in der Gegenwart seiner Heiligkeit in Panik gerät, was macht dann eine Kreatur aus dem Reich der Finsternis? Du, Freunde, bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und das, was wir predigen, überfällt ihr Reich. Der vierte Punkt, die Macht des Sohnes Gottes. Vers 35. Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Jesus hat ihn zurechtgewiesen. Ich möchte es nur klarstellen, hier gab es keinen Dialog, kein Gespräch, kein Gebet, keine Bindung, keine Formel. Jesus sagt, halt die Klappe und fahr aus dem Mann. Und sofort muss dieser Geist das tun. Das ist göttliche Macht. Das ist Autorität. Jesus will keine Reklame von einem Dämon. Denn sie sind Kinder des Vaters der Lüge. Und dieser Dämon kann natürlich die Macht Christi nicht widerstehen. Aber er geht so wie ein vielleicht ein bockiges, vierjähriges Kind und schmeißt erstmal den Mann erst um und dann geht er. Aber Jesus ist der Schöpfer des Universums und er hat alles ins Leben gerufen. Und die Worte der Macht können auch alles ins Ungeschehen machen. Er hat die Macht, alles zu verändern. Und Jesus zeigt diesem Mann Mitgefühl. Dieser Mann, wir wissen nicht wie lange, aber er war besessen, er war gequält, er war kontrolliert
von diesem unreinen Geist. Und Jesus schützt ihn und sagt, tu ihm nichts an. Wir kennen seinen Namen nicht und das ist auch, glaube ich, ganz absichtlich hier von Lukas, denn es geht hier nicht um den Mann. Es geht hier um Jesus und die Macht, die er hat über die Mächte der Finsternis. Gott, der Sohn, kann uns befreien, erlösen. Und er hat die Werke des Satans zerstört. Vers 36 sagt, dass ein Erstaunen über sie kam. Sie sagen, was ist das für ein Wort? Was ist das für ein Logos? Sowas haben wir in diesem Lande noch nie gehört. Wir brauchen nur einen Retter. Und zwar den echten, den richtigen, den einzig wahren. Es sagt im letzten Vers 37, dass er das kontinuierlich hat er so gehandelt. Und sein Ruf ging durch die ganze Region. Alle hörten es, dass dieser Mann Macht über das Reich der Finsternis hat. Er hat uns befreit, so wie wir vorhin gesungen haben. Oder gehört haben. Und das ist die Botschaft, die ich euch heute geben möchte. Es waren Wunder, die auf die Autorität dieses Königs und sein Reich darauf hinweisen. Wir gehören zu der Seite des Siegers. Und für Christen gilt es, wir müssen uns vor dem Reich der Finsternis nicht fürchten. Es hat alles von uns zu fürchten. Erlaubt mir mit einer Strophe aus dem zweitberühmtesten Kirchenlied der Kirchengeschichte hier zu schließen. Eine feste Burg ist unser Gott von Martin Luther. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Amen.